Moin, moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Ja, das wird eine lame Sendung heute, denn wir haben nur das Preview von GTA 6 in der Sendung. Worauf warten wir also noch? Lass uns GTA 6 spielen, denn GTA. Galaxy News 2. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das laufende Programm für eine Sondersendung. Unvorhergesehene Ereignisse führten zu einem großen Boom. Dem Fallout-Boom, um genau zu sein. Gut, für den dramatischen Effekt hätte ich jetzt die Pause ein bisschen länger gelassen. Aber egal, sind ja nicht bei Netzwelt. Die Leute rasten völlig aus. Der Hype um das Fallout-Franchise war schon lange nicht mehr so groß. Die Serie ist mit 65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern innerhalb der ersten 2 Wochen eingeschlagen wie eine Bombe. Auch bei den Spielen der Reihe beobachten Experten schlagartige Explosionen in den Spielerzahlen. Zusätzlich facht Spieleschmiede Bethesda das schwelende Feuer mit einem Next-Gen-Update für Fallout 4 an. Ganz richtig, Gundula. Die Welt, wie wir sie kannten, hat ein jähes Ende gefunden. Also für uns ganz persönlich jetzt, weil auch wir uns haben anstecken lassen. Und jetzt lieber zu Hause sitzen und Fallout spielen, anstatt das Bombenwetter zu genießen. Strahlengefahr. Erfahren Sie im Anschluss an diese Sondersendung, wie Sie sich gegen die lebensgefährliche, unsichtbare Bedrohung aus dem Himmel schützen können. Du meinst UV-Strahlen und Sonnencreme? Viel weniger gefährlich könnte für Fans ein Blick in Fallout 4 sein. Oder vielleicht doch nicht. Ich habe mich in Fallout 4 gestützt und berichte. Am 25. April erschien das Next-Gen-Update für Fallout 4 auf PC und Konsolen. Letztere wurden mit einem Qualitäts- und einem Leistungsmodus ausgestattet, die mit einer dynamischen Auflösung entweder 30 Bilder pro Sekunde bis zu 4K und maximalen Details oder 60 Bilder bis zu 1800p und mittleren Details ausgeben. Es gibt sogar noch zusätzliche Ausgabeoptionen, die aber spezifische Hardware erfordern und ich glaube, ich habe jetzt auch genug mit Zahlen jongliert. Aber typisch Bethesda. Obwohl das Update diverse Bugfixes mit sich bringt, gibt's obendrauf auch gleich eine ganze Schippe neuer Probleme. Schaltet ihr auf der Xbox Series beispielsweise den Leistungsmodus ab, wodurch in der Theorie der Qualitätsmodus aktiviert werden soll, passiert rein gar nichts. Besitzer der PS Plus-Version für PlayStation 4 wurden hingegen beim Update fälschlicherweise einfach zur Kasse gebeten. Die aber in den Genuss eines fehlerfreien Updates gekommen sind, durften sich über ein paar inhaltliche Erweiterungen freuen. Neue kreative Waffen, wie die Nagelpistole oder der Sparschweinwerfer. Und dazu auch noch kleinere Quests, die zum Beispiel die Enklave ins Spiel bringen. Storymäßig gibt's da aber leider nicht viel zu holen. Meistens sind die Aufgaben nur mit neuen Waffen verbunden. Auch wenn die schon ordentlich reinballern. Außerdem gibt's noch ein paar Halloween-Dekorationen, deren Quest aber bei vielen verbuggt war. Neu ist davon aber nicht viel, da das Ganze schon vorher als Mod im Creation Club verfügbar war. Moment, haben wir es da etwa mit einem Betrugsfall zu tun? Nein. Schade. Kostenlose Inhalte sind super, egal ob brandneu oder nicht. Passend dazu ist uns jetzt Nils Bomhoff, unser Außenkorrespondent aus dem Commonwealth, zugeschaltet. Herr Bomhoff, wie ergeht es Ihnen im hochaufgelösten Ödland? Ja, mir geht's sehr gut, vielen lieben Dank. Hier links im Konsolenbereich des Wastelands sieht man große Freude, denn man kann mit dem Update endlich Fallout 4 auf die Konsolen auch als Shooter spielen, weil es ist flüssig aufgrund der vielen Frames. Das ist toll, aber hier im PC-Bereich, da ist man etwas mürrisch, denn grafisch hat sich dort kaum etwas getan. Dafür funktionieren die Mods allesamt nicht mehr und es gibt für ein über 10 Jahre altes Spiel teilweise bis zu 2 Minuten lange Ladezeiten. Das ist einfach nur lächerlich. Die Leute drehen mir hier völlig durch im PC-Bereich. Vielen Dank für Ihre Eindrücke, Herr Bomhoff. Habe ich da gerade etwa harsche Kritik vernommen? Ja. Das neue Update betreffend? Ja, schon, doch. Das ist ja furchtbar. Ich will alles dazu wissen. Ja, traurig, aber wahr. Besonders auf dem PC wurde das Update nicht gut aufgenommen. Die einzige Änderung ist eine Widescreen-Option, die das Overlay aber auch nur hässlich streckt, statt wirklich anpasst. Außerdem gab es ziemlich viele Probleme bei den Spielerinnen und Spielern, die sich ihre Version von Fallout 4 in den vergangenen 9 Jahren nach eigenen Vorlieben mit Mods vollgestopft haben. Ein Großteil der Modifikationen basiert auf dem Fallout 4 Script Extender, kurz F4SE, einem Modding-Tool, das durch das Update unbrauchbar wurde. Der Toolersteller selbst muss es anpassen, damit alles wieder funktionieren kann. Es gibt zwar schon eine Testversion, ein finales Update lässt zum Redaktionsschluss aber noch auf sich warten. Und selbst dann kann es sein, dass einige Mods noch angepasst werden müssen. Das betrifft auch die Entwickler und Entwicklerinnen der bisher größten Fallout 4 Mod, Fallout London. Die Total Conversion, deren Map übrigens alleine schon größer ist als die von Fallout 4, war über 4 Jahre in der Entwicklung und sollte eigentlich schon am 23. April an den Start gehen. Doch durch das Update musste der Termin auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Uns ist jetzt Projektleiter Dean Carter zugeschaltet. Guten Tag. Wie haben Sie die kurzfristige Veröffentlichung des Fallout 4 Updates aufgenommen? We obviously knew it existed. It was just the fact that the day they chose came out of nowhere for us. Like, why the 25th? That was a bit shocking for us. We're like, great, 2 days after we're due to release, that's gonna ruin everything.
Und bis der Script-Extender nicht wieder läuft, kann das Team hinter Fallout London nur Däumchen drehen? They need to fix it. Then we need to fix our fixes for it and then it can come out. So at the moment it is just a waiting game for us. That's where the frustration comes in, because it's like, are we gonna have to keep updating? Niemand kann also sagen, wann die Mod endlich erscheinen wird? Das muss ein schwerer Schlag sein, gerade weil das Projekt bei Ihnen ja sicherlich zu großen Teilen in der Freizeit entsteht, richtig? It's weird to say free time, because for me and a lot of other members on the team, we don't have free time, we just have Fallout London. Like, they will finish their jobs and then do Fallout London. For them it's like a second job, for me this is my life, like this is all I have done now for a while. Wir hoffen sehr, dass sich diese Aufopferung bald auch auszahlt. Herr Carter, was ist denn Ihre abschließende Meinung zu diesem Update? I think Bethesda's best thing life would have been just to have done nothing, personally. I think if they had fixed consoles, that would have been great. I don't think they should have touched what happens on the PC. Sagt Fallout London Projektleiter Dean Carter. Vielen Dank für das Gespräch. Einige verteidigen Bethesda in der Debatte mit dem Argument, dass es sich ja um ihr Spiel handle und Modder damit zu rechnen hätten, dass daran rumgeschraubt wird. Dean Carter und seinem Team war das zwar durchaus klar, gleichzeitig wurden sie aber von dem unglücklich gelegten und kurzfristig bekanntgegebenen Zeitpunkt überrascht. Ein Großteil der Community wirft Bethesda deshalb vor, das Spiel seit fast einem Jahrzehnt sich selbst überlassen und nur durch die Mod-Möglichkeiten am Leben gehalten zu haben. Über hunderte Stunden Spiel und auch Arbeitszeit der Modder sind somit verloren gegangen, da Bethesda auch nicht die Option bietet, das Update zurückzusetzen. Auf Nexus, einer Modding-Seite, waren daher schnell zwei bestimmte Modifizierungen ganz hoch im Kurs. Der Downgrader, der das Update zurücksetzen kann, und das Steam Skip Next Gen Update. Und auch auf dem Steam Deck gibt es Komplikationen. Zwar ist Fallout 4 jetzt verifiziert, dafür hat Bethesda aber den Game Launcher rausgeschmissen, in dem bisher die Grafikoptionen des Spiels geändert werden konnten. Was also ein einfaches und willkommenes, kostenloses Update hätte werden können, ist in Wahrheit ganz schön kompliziert. Wer sich auf die Schwierigkeiten einstellen kann oder einfach Glück gehabt hat, erhält eine verlockende Einladung, dem 9 Jahre alten Fallout einen Besuch abzustatten, während andere nur ein Fazit haben. Yeah, Bethesda. Bethesda never changes. Vielen Dank, Gundula, für den Einblick und diese gefährlich kontroverse These. Ich habe gar nichts Kontroverses. Apropos kontrovers. Ähnlich dürfte man auch die unglaublich katastrophale Erstveröffentlichung von Fallout 76 bezeichnen. Hör mal, ja, das hat erst übelst reingeschissen, aber du hast selbst damals in deiner Review gesagt, dass das gar nicht so dramatisch scheiße ist, sondern nur ein bisschen scheiße. Und deshalb habe ich mir im folgenden Skandalreport nicht nur die Frage gestellt, wie dramatisch scheiße... Entschuldigung? Oder eben ein bisschen weniger scheiße Fallout 76 heute ist, sondern habe auch NPCs sowie Spielerinnen und Spieler dazu befragt. Was Sie hier sehen, ist keine freudige Hysterie, wie es augenscheinlich wirken mag, sondern ein wütender, tosender Aufschrei. Auslöser war im Jahr 2018 Fallout 76 und dieser Herr hier. It's the apocalypse, it's not an amusement park, okay? Ja, genau. Amusement am Arsch. Fallout 76, das erste Online-Multiplayer-Spiel der Reihe, erschien technisch ziemlich angeknackst und wich Fans auch inhaltlich zu sehr von den Stärken der vorherigen Teile ab. Statt durch NPCs im apokalyptischen Schnack mehr über Schicksale und Spielwelt zu erfahren, wurde die Geschichte lediglich in drögen Text- und Sprachnachrichten verpackt. Wenn es denn überhaupt funktionierte. Die Kritik war niederschmetternd. Du vergisst deine Perspektive. Ja gut, ich fand's eigentlich ganz okay. Geht doch. Aber vielleicht hat sich meine Meinung jetzt ja dramatisch geändert. Ja, war ja klar. Mittlerweile sind gütig aufgerundet fast 5 Jahre vergangen, was nicht nur unterstreicht, dass wir alle alt werden, sondern auch, dass sich seit unserem Test einiges verändert hat. Ganze 18 unterschiedlich umfangreiche Updates haben die Multiplayer-Apokalypse kräftig durchgekerchert und aufpoliert. Wurde ja auch Zeit. Wäre schon fast an Altersschwäche gestorben. Wie unschwer zu erkennen, aber nur inhaltlich. In seiner optischen Darreichungsform ist die Nummer leider immer noch so aufregend wie ein atomar verseuchter Maulwurfsrattenarsch. Die großen Veränderungen zeigen sich erst, wenn wir neuen und alten Siedlungen einen Besuch abstatten oder einer der neuen Questlines folgen. Die Weltuntergangsödnis wird jetzt durch menschliche NPCs belebt. Was sich in Anbetracht der typischen »Ihr starrt einen Menschen an, der seinen Kiefer und manchmal vielleicht einen Arm bewegt« Inszenierung und der furchtbaren Grafik wohl nicht als lupenreiner Vorteil verzeichnen lässt. Dann sieht man es mir an. Ja, und nicht zu knapp. Aber dafür kommen all jene auf ihre Kosten, die mehr Geschichte von ihrem Fallout erwarten. Also zumindest teilweise. Ich muss ehrlich sagen, dass viele der Personen, die ich während meinem erneuten Ausflug getroffen habe, zwar redselig waren, aber auch gleichzeitig so spannend wie eine Schüssel Wurstsalat. Oh, du bist echt ein Spaßvogel. Nee, leider kein Spaß.
Aber es gibt auch Ausnahmen, in denen plötzlich spannende oder gewitzte Dialoge entstehen. Nur sollte eben niemand ähnlich geschliffene und auf den Punkt geschriebene Dialoge wie in der TV-Serie erwarten. Wegen der sind schließlich auch viele Spielerinnen und Spieler zurückgekehrt, wie wir auch in Interviews erfahren haben. I found out there was a series about it, so I watched that and then I started to play this game. Yeah. I get very motivated. I got only one episode left. Yeah, and of course I remembered to restart it because of the Fallout show. And I thought I will go check how things are. Ja, und die Dinge sind so. Wer Fallout 76 spielt, sollte das für den Looter-Shooter-Grind, am besten im Zusammenschluss mit Freunden und vor allen Dingen der Spielwelt machen. Die ist mittlerweile mit einer wahnsinnigen Menge an Sehenswürdigkeiten vollgestopft, bietet viele liebevolle Details und natürlich endlos viel Loot, das man sich in die Taschen bechern kann und sollte. Wer weiß, wo man hinzuschauen hat, kann sogar, haltet euch fest, ein, zwei ganz passabel aussehende Ecken der Welt entdecken. Ja. Und deshalb kann sich Fallout 76 auf eure Freizeit ganz unverhofft wie ein nuklearer Kahlschlag auswirken. Das weiß auch Spieler Notorious Freak. Yeah, so I have 2000 hours in this game. Probably my most played game ever. Durch die vielen Updates hat auch die spielerische Vielfalt weiter zugenommen. Klar, die meiste Zeit geht es immer noch darum, unterschiedlich stark verstrahlte Mutantenmonster umzuholzen und Dinge von Punkt A nach B zu tragen. Aber abseits davon gibt es kleine Minispiele, ganz spaßige Events, okay Endgame-Raids und die Möglichkeit, mehrere Builds gleichzeitig fein zu justieren. Die eröffnen euch neben nah, fern und ziemlich feigen Kampf mit ihren Spezialisierungen auch unterschiedliche Dialog- und Lösungsoptionen. Jetzt, da du es erwähnst. Ihr könnt aber auch euer eigenes Camp aufbauen, schick einrichten und anderen Online-Menschen Gegenstände zum Kauf anbieten. Das lässt sich dank Quality-of-Life-Anpassungen sogar nicht mal mehr komplett umständlich bewerkstelligen. Auf mehr als 4 lose aneinander gelehnte Holzplanken hat es mein Zuhause dennoch nicht geschafft. Aber Kramer kämpfen und da reinmüllen macht trotzdem Spaß. Und so ähnlich wie ich das mit meiner postapokalyptischen Butze gemacht habe, hat es auch Bethesda mit Fallout 76 gehalten. Stück für Stück Kram reinstopfen, durch den das Ergebnis vielleicht nicht unbedingt schön, aber trotzdem irgendwie muckelig wird. It's a really good game to relax. For most of the time I picking up junk and trash and taking back to home. So my girlfriend, she says it's a hoarding simulator. So schön das Horten von Müllbergen aber auch ist, über den technisch noch immer elendigen Zustand des Spiels kann das nicht hinwegtäuschen. Und das meine ich nicht nur grafisch. Auf unserer PS5 hat sich Fallout 76 noch immer ordentlich einen mit Bugs und Game Crashes abgestolpert. Ja, das ist nicht mehr so schlimm wie zum Launch, klar gehen tut's aber trotzdem nicht. Und dann ist da noch diese Benutzeroberfläche. Sieht so aus, als ob da ein Designer gerade Durchfall mit Buchstaben und Graphen auf dem Bildschirm geschmiert hätte. Im Vergleich zu anderen Shootern ist das Gunplay zudem immer noch seltsam träge und laggy. Man stellt sich irgendwann darauf ein, das Prädikat geil verdient man sich aber anders. Und dann sind da noch unzählige Mikrotransaktionen, hinter denen sich teilweise wirklich nützliche Gegenstände verbergen. Der Fairness halber muss ich aber erwähnen, dass man sich die benötigte Premium-Währung über Achievements auch im Spiel verdienen kann. Was aber nicht für einige der Battle Pass-ähnlichen Inhalte und exklusiven Content des Fallout First geschimpften monatlichen Abo-Modells gilt. Endlosen Lagerplatz für Munition und den wirklich wichtigen Schrott gibt es beispielsweise nur darüber. I see it's needed to keep the game running, but for me personally I don't feel the need for Fallout First. I see the appeal, but if you know the map and know the resources, usually you don't have to hoard too much because you won't end up using it. Tja, und was soll ich sagen? Trotz aller Kritikpunkte strahlt diese Multiplayer-Apokalypse irgendetwas aus, das mich dranbleiben lässt. Das ist so ein bisschen wie im Dreck nach Gold wühlen und Fallout 76 spült einem immer mal wieder kleine Nuggets zwischen die Finger. Die sehr freundliche Community, die beispielsweise Noobs wie mich mit Geschenken und Hilfsangeboten unterstützt, trägt zu dem Eindruck nur bei. Also ja, vielleicht rolle ich genervt mit den Augen, wenn ich mal wieder durch die Spielwelt glitsche und unverdient krepiere, aber am Ende des Tages greife ich dann doch wieder zum Controller und will weiter erkunden und looten. Und meine erbärmliche Hütte ausbauen. Deshalb, meine Damen und Herren, erhält Fallout 76 auch beim erneuten Test das Urteil immer noch ein bisschen scheiße. Aber ich mag's trotzdem. Schön. Genau das Gleiche denke ich nämlich auch über dich. Oh, danke. Ja. Damit, meine Damen und Herren, hast du mich gerade ein bisschen scheiße genannt? Kommen wir zum Ende unserer Sondersendung. Wiederschauen. Reingehauen. Falle. Das
das war ja wohl das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Das ist das beste Gameplay. GTA 6 wird so krass, Alter. Als er auf dem Alligator geritten ist. Ey, man kann ins Weltall reisen. Man kann es einfach als Nicolas Cage spielen. Red Dead Redemption 3 ist in GTA 6. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Alter, ey, das ist so verrückt. Erstmal runterkommen. News mit Krogi, oder? Okay, News mit Krogi. Moin allerseits und willkommen zu den News. Unsere erste Meldung dreht sich um einen Skandal, der sich mittlerweile zwar wieder erledigt hat, darüber reden müssen wir aber dennoch. Helldivers 2 galt seit Release als ein Beispiel für ein gutes, faires Live-Service-Game. Die Zuneigung der Community schlug aber blitzartig in Wut um, als Entwickler Arrowhead am 2. Mai verkündete, dass Steam-User ihr Steam-Konto bald zwingend mit einem PlayStation-Konto verbinden müssten, um Helldivers 2 weiterhin spielen zu können. Am problematischsten war diese Ankündigung nicht unbedingt für jene Menschen, die einfach aus Prinzip kein PlayStation-Konto erstellen wollten, sondern vielmehr für die, die dazu nicht mal in der Lage gewesen wären. Denn schließlich ist der PlayStation Service in 120 Ländern dieser Welt überhaupt nicht verfügbar. Den Spielerinnen und Spielern aus diesen Ländern, hier auf der Karte rot markiert, wäre es somit unmöglich gemacht worden, ihr bereits gekauftes Spiel weiter zu nutzen. Es kam, was kommen musste, nämlich ein brutales Review-Bombing auf Steam, welches dem Entwicklungsstudio richtig wehtat, wie der Arrowhead-CEO Johan Pilestedt auf X schrieb. Vor allem deswegen, weil die Entscheidung zur erzwungenen Kontoverlinkung nicht von Arrowhead, sondern von Publisher Sony kam. Und Sony schien diese Entscheidung letztendlich auch zu bereuen. Denn am 6. Mai postete der Konzern auf X, man sehe nun von der Kontoverlinkung ab. Die Helldivers-Community hatte gesiegt und startete am selben Tag noch die Operation Cleanup. Ihr Ziel, durch positive Rezensionen oder Rücknahme von negativen Rezensionen, soll der gute Ruf des Spiels wiederhergestellt werden. Mittlerweile liegt der Schnitt wieder bei größtenteils positiv. Ich weiß, ihr mögt keine Meldung über Studioschließung und Entlassung. Liest man ja hin und wieder in unseren Kommentaren. Aber darüber schweigen können wir auch nicht, erst recht nicht diese Woche, in der es relativ namhafte Studios getroffen hat. Microsoft verkündete am 7. Mai die Schließung von gleich 4 Bethesda-Studios. Betroffen sind Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games und Roundhouse Studios. Arkane Austin ist bekannt für den gefloppten Shooter Redfall, aber auch für das hochgelobte Sci-Fi-Abenteuer Prey aus dem Jahr 2017. Das französische Mutterstudio Arkane Lyon bleibt unberührt. Von Tango Gameworks kam zuletzt das Rhythmusspiel Hi-Fi Rush, doch zuvor erlangte das japanische Studio auch mit der The Evil Within-Reihe und Ghostwire Tokyo einen gewissen Bekanntheitsgrad. Die anderen beiden Studios sind weniger bekannt. Alpha Dog Games entwickelte zuletzt mit Mighty Doom einen Doom-Ableger für Smartphones, während Roundhouse Studios hauptsächlich andere Studios unterstützte, anstatt eigene Spiele zu veröffentlichen. Roundhouse Studios wird im Gegensatz zu den anderen auch nicht geschlossen, sondern an die ZeniMax Online Studios eingegliedert, die das MMORPG The Elder Scrolls Online betreuen. Mahnende Worte gab es von Dinga Bakaba, dem Studio Director von Arkane Lyon. In einem Thread auf X bezeichnete er die Einschnitte als fürchterlich und appellierte generell an Entscheidungsträger in großen Spielefirmen, kreative Angestellte mit mehr Respekt zu behandeln. Und was sich sonst noch diese Woche getan hat, erzähle ich euch im Ticker. Butter bei die Switche. Nintendo hat endlich ein paar Worte zum Nachfolger der Switch verloren, auch wenn dabei nur ein vager Zeitraum für die Erstvorstellung genannt wurde. Diese soll noch in diesem Fiskaljahr stattfinden, welches am 31. März 2025 endet, nicht aber vor der nächsten geplanten Nintendo Direct im Juni 2024. Mehr Shooter-Futter. Ubisoft gab den Release-Termin für den teambasierten Online-PvP-Shooter X Defiant bekannt. Am 21. Mai erscheint der Titel für PC, PS5 und Xbox Series und wird zum Start unter anderem 14 Maps und 5 Spielmodi beinhalten. Damit sind wir durch mit den News. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und sage tschüss, bis nächste Woche, euer Krogi. Kleine Pimmeltag 4, das ist echt, dass sie schon im Early Access sind, das ist echt krass. Komm hier eher, du Kleine. Aha. The fuck? Ja, was denn? Ich such Spiele. Wie, du suchst Spiele? Ja, wir müssen doch irgendwo noch ein paar Spiele haben für die Sendung. Simon, du sollst unter dem Radar anmoderieren. Unter dem Radar. Da, die Spiele sind unter dem Radar. Eddie, ich weiß nicht, was ein Radar ist. Das weiß niemand, Simon. Das kannst du bitte einfach anmoderieren. Unter dem Radar. Jetzt gibt's gleich wirklich eins von dem Koffer hier. Matrose, wie konnten Sie die ganzen Spielschmerzgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar. Wir beginnen unsere heutige Spieleschau mit einem Genre, das in der Regel etwas anders aussieht.
Statt düsteren Umgebungen mit grotesken Monstrositäten verschlägt es euch im Souls-like Another Crab's Treasure, nämlich in eine bunte Unterwasserwelt mit drolligen Tierchen. Eines bleibt trotzdem gleich, alle wollen euch töten und tun dies auch wie am Fließband. Neben dem fordernden Schwierigkeitsgrad gibt es natürlich auch Checkpoints zum Heilen und Aufleveln und verlierbare Ressourcen beim erneuten Ableben. Ausdauerverbrauch spielt in den Kämpfen zwar keine Rolle, abgesehen davon entsprechen sie aber schon dem Souls-Standard. Eine kleine Besonderheit gibt es aber dennoch. Unser Einsiedlerkrebs kann nämlich verschiedene Panzer tragen, die ihm zum einen mehr Verteidigung geben, aber zum anderen auch verschiedene Umami-Techniken. Der Soßendeckel verleiht eurer Krabbe eine Drehattacke, mit der Limo-Dose hingegen verschießt sie Blasen. Da sämtliche Panzer mit der Zeit zerstört werden, seid ihr dazu gezwungen, verschiedene Behausungen zu verwenden, was für frischen Wind sorgt. Auch die Plattformabschnitte haben uns gut gefallen. Der kleine Grill ist nämlich dank Angelenterhaken und kurzzeitiger Schwimmfähigkeit ziemlich agil. Nervig fanden wir nur die überforderte Kamera in engen Umgebungen, sowie die Tatsache, dass das Erlernen neuer Skills nur an bestimmten Orten möglich ist, zu denen ihr dann ständig hinreisen müsst. Abgesehen davon erwartet euch aber ein gelungenes Souls-like mit frischem Setting und charmanten Figuren. Begone, little hermit, I tire of you. Auch Yellow Taxi Goes Vroom hat für sein Genre eine eher ungewöhnliche Besetzung. Was nämlich wie ein knuffiges Rennspiel aussieht, ist eigentlich ein klassisches Jump'n'Run à la Super Mario 64. Wobei wir das Jump streichen müssen, denn springen kann das kleine gelbe Aufziehauto nicht. Alles, was ihr braucht, ist die Dash-Funktion, denn die bringt euch nicht nur schnell von A nach B, sondern lässt euch auch größere Abgründe überwinden. Viele Aktionsmöglichkeiten gibt es nicht, dennoch sind sie ausreichend für ein spaßiges und forderndes Plattformerlebnis. Damit das alles nicht so eintönig wird, sammelt ihr unterwegs Zahnräder ein, die wiederum zusätzliche Levels freischalten. Und die fordern euch dann mit originellen Aufgaben. Mal hantiert ihr mit riesigen Bowlingkugeln, mal lockt ihr Bomben zu zerstörbaren Blöcken und mal spielt ihr auch einfach nur Taxi. Ey, Taxifahren ist ein richtig cooler Job. Dann läuft ein Timer, den ihr mit erfolgreich beförderten Taxikundinnen und Kunden wieder erhöhen könnt. Wirklich wichtig ist das Zeitlimit aber nicht. Ist die Uhr einmal komplett runtergelaufen, werdet ihr lediglich zum Checkpoint zurückgesetzt und verliert ein paar Münzen. Auch wenn die Jagd nach den Zahnrädern manchmal ermüdend sein kann, lohnt sich eine Erkundungstour durch die verschiedenen Welten. Geheimnisse und Sammelkram gibt es reichlich und dann sind da auch noch die ulkigen Bewohner, die immer wieder für einen Lacher sorgen. Wolltet ihr nicht auch schon immer mal russisch Roulette mit einer Shotgun spielen? Nicht? Wir natürlich auch nicht. Aber dann sind wir auf Buckshot Roulette gestoßen. Ihr startet in einer räudigen Toilette in einem dubiosen Underground-Club, wo euch dieser gar nicht verdächtig aussehende Typ zu einem Todesduell herausfordert. Zeit für ein Duell! Was dann passiert, ist ziemlich simpel. Ihr richtet den Lauf abwechselnd auf euch und den gruseligen Grinsemann und betet beim Abdrücken keine Ladung Schrot ins Gesicht zu bekommen. Ob sich dabei scharfe Munition oder eine Platzpatrone im Lauf befindet, ist reine Glückssache. Ihr bekommt am Anfang einer Runde lediglich einen Überblick über die aktuelle Ladung, die dann zufällig verballert wird. So nervenaufreibend das Spiel mit dem Tod auch ist, sich einfach nur dem Glück zu unterwerfen, würde wenig Spaß machen. Mit zunehmender Rundenzahl kommen daher noch reichlich verschiedene Gegenstände ins Spiel, mit denen ihr das Glück in gewissem Maße beeinflussen könnt. Mit der Lupe könnt ihr beispielsweise einmal in die Kammer lunzen. Eine Dose Bier wirft die aktuelle Patrone aus und Handschellen lassen euch direkt zwei Züge hintereinander ausführen. Da im Verlauf des Spiels immer mehr Gegenstände hinzukommen und auch euer Gegner über eine zufällige Auswahl verfügt, die stets mit eingerechnet werden muss, wird die Roulette-Runde immer komplexer und spannender. Weil Glück immer eine große Rolle spielt, können manche Matches aber auch sehr unbefriedigend enden. Dennoch ist es erstaunlich, wie mit so wenig Mitteln so viel Spannung erzeugt wird. Da das außergewöhnliche Game nur einen schmalen Taler kostet, können wir allen risikobereiten Strategiefüchsen den morbiden Clubbesuch empfehlen. Wenn ihr nicht so auf schießwütige Untergrundpartys steht und lieber zu Hause bleibt, ist das nächste Spiel ja vielleicht etwas für euch. In Pulse Day spielt ihr einen treuen Roboter, der seinen Kumpel vor fiesen Besuchern schützen muss. Das macht ihr, indem ihr sie mit einer stetig wachsenden Palette an krassen Karate-Moves direkt wieder nach draußen prügelt oder mit allerhand abgedrehten Fallen ins Jenseits befördert.
Spätestens jetzt solltet ihr bemerkt haben, dass es sich hier nicht um das ernsthafteste Spiel handelt. Die Steuerung ist ganz schön hakelig, die Grafik haut niemanden um und die Mechaniken sind nicht sonderlich tiefgründig. Aber das gehört alles zum Konzept. Der bekloppte japanische Humor steht hier natürlich im Vordergrund, über den wir uns auch köstlich amüsiert haben. Interessant wird der klamaukige Tower Defense Beat'em-up Mix außerdem, wenn man sich seine Entstehung anschaut. Entwickelt wurde Pulse Day nämlich von Nito Soji, der 15 Jahre lang seine Wohnung nicht verlassen hat. Hi everyone, I'm Nito Soji, Indie Game Developer from Japan. Diese zurückgezogene Lebensweise nennt sich Hikikomori und ist in Japan leider keine Seltenheit. Mit der Arbeit an Pulse Day wollte Nito nicht nur diese schwere Zeit verarbeiten, sondern eben auch auf dieses gesellschaftliche Phänomen aufmerksam machen. Für uns definitiv Grund genug, sich das sonderbare Projekt einmal anzuschauen. Wir hätten nicht gedacht, dass wir noch ein seltsameres Spiel als das letzte finden würden, aber dann kam Indica. Tatsächlich hatten wir damit sogar eines der bizarrsten Spielerlebnisse der letzten Jahre. Und das meinen wir absolut positiv. Ihr spielt die Nonne Indica, die aus irgendwelchen Gründen von ihren Ordensschwestern verachtet wird und daher immer die Drecksarbeit im Kloster erledigen darf. Vielleicht liegt es daran, dass Indica Wahnvorstellungen hat und der Teufel höchstpersönlich mit ihr redet. What is your goal? To help the girl or show what a hero you are? Die Dialoge sind nicht nur großartig vertont, sondern werfen auch die ein oder andere philosophische Frage auf, die zum Nachdenken anregt. Genauso spannend wie die Zwiegespräche zwischen den beiden ist die generelle Stimmung. Von Anfang an habt ihr das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Verhaltensweisen der Figuren, seltsame, surreale Ereignisse, die bedrückenden Schauplätze oder einfach nur die sonderbare Soundkulisse lösen regelmäßig Unbehagen aus, machen euch aber vor allem neugierig. Und dann gibt es plötzlich Flashbacks in Pixeloptik, die im kompletten Gegensatz zu der düsteren und gewalttätigen Gegenwart stehen. Die große Frage, was geht hier eigentlich ab, hat uns so sehr angetrieben, dass wir unbedingt weiterspielen wollten. Und das, obwohl der eigentliche Spielpart eher unspektakulär ist. Ein großer Teil ist nämlich reine Walking Sim, die regelmäßig mit seichten Rätseln bestückt ist. Leider gibt es auch die ein oder andere Trial-and-Error-Passage, die mehr Frust als alles andere ist. Das Gameplay ist für uns aber ohnehin nur Beiwerk zu einem absolut einzigartigen Spielerlebnis, das man so nicht alle Tage sieht. Wenn ihr nach den letzten Games erstmal ein bisschen Entspannung braucht, empfehlen wir euch Botany Manor, ein atmosphärisches Adventure mit Rätseln, die sich rund um die Pflanzenaufzucht drehen. Euch verschlägt es in ein pompöses, viktorianisches Herrenhaus im England des 19. Jahrhunderts, wo ihr seltene Pflanzen erforscht und züchtet. Schnappt dir eine Gartenschere. Wir schnippeln. Ganz so munter drauf losschnippeln könnt ihr leider nicht, denn die verschiedenen Blümchen haben spezielle Anforderungen, um zu gedeihen. Anfangs mag das beispielsweise nur eine bestimmte Raumtemperatur sein, aber im späteren Verlauf werden die Voraussetzungen immer komplexer und durch bloßes Herumprobieren fast unmöglich zu erfüllen. Eine genaue Anleitung gibt es leider auch nicht. Ihr müsst euch Hinweise zu den Vorlieben der Pflänzchen in der Umgebung zusammensuchen und diese schlau kombinieren, damit am Ende etwas wächst. Let's grow, girls. Die Detektivarbeit ist an sich sehr charmant, kann aufgrund der vielen Leserei aber auch schnell ermüden. Außerdem kann sich das Aufspüren des letzten Hinweises manchmal so anfühlen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Dafür bekommt ihr aber zusätzlich häppchenweise immer mehr Hintergründe zum Leben und zur Karriere der Hausbesitzerin, womit am Rande auch eine Story erzählt wird. Die grüne Villa ist daher für alle Fans der gemächlichen Rätselei einen Ausflug wert. Der Trend der ungewöhnlichen Protagonisten setzt sich auch in unserem Unterhund des Monats fort. Mini-Shoot-Adventures ist nämlich ein klassisches Action-Adventure, das stark an ältere Zelda-Titel wie A Link to the Past erinnert. Nur ist der Held in diesem Fall ein drolliges kleines Raumschiff mit dem Ziel, die Welt zu retten. Anfangs kann euer Schiff nur langsam durch die Gegend fliegen und aus mickrigen Kanönchen feuern. Allerdings ändert sich das rasch. Von jedem besiegten Gegner erhaltet ihr Erfahrungspunkte, womit ihr die Statuswerte eures Raumschiffes verbessert. Dann gibt es noch reichlich Dungeons und Geheimnisse, wodurch euer Schiff regelmäßig neue Upgrades und Fähigkeiten erhält. Die Fähigkeiten sind natürlich nicht nur im Kampf nützlich, sondern öffnen die Welt auch immer mehr. Dicke Bosskämpfe dürfen da auch nicht fehlen. Da wir an jeder Ecke etwas entdecken können und uns jeder besiegte Gegner Erfahrungspunkte oder Ressourcen beschert, fühlt sich die Erkundung sehr belohnend an.
Obendrauf ist das Adventure einfach ein richtig guter Twin-Stick-Shooter mit einer präzisen Steuerung und genau der richtigen Anzahl an spielerischen Möglichkeiten. Wenn wir etwas Schlechtes über Minishoot-Adventures sagen müssten, dann, dass uns der zu saubere Look nicht so anspricht und die Schiffchen ziemlich generisch aussehen. Aber das ist zum einen wie immer Geschmackssache und zum anderen ist es ohnehin viel wichtiger, wie sich der Shooter spielt. Vor allem darin ist das Spiel mit dem unscheinbaren Namen nämlich eine echte Spielspaßgranate und daher unsere Empfehlung des Monats. Was ist das denn für eine Scheiße? Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock, dass das nicht fest ist. Das wackelt doch. Moderationsplätze müssen verdichtet sein. Jeder weiß das. Nur wieder hier, die pfeifen bei uns nicht. Ist das Absicht? Ist das Sabotage? Nein, ich glaube, das ist ein... Ich sagte, es ist Sabotage. Die laufen am Leben vorbei, Simon. Die haben keinen Bock mehr. Oder sie sind faul. Eins von beiden ist es. Ich habe keinen Bock. Ende. Ich bin raus. Ich bin raus. Tschüss. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist auch der Grund, warum die nicht abonnieren. Warum abonniert ihr denn nicht? Mann, ey! Wieder schon reingehauen. Ja, ich schreck's ja weg. Abonniert verdammt nochmal!